Das ganze Leben ist eine Baustelle. Der Berliner Flughafen auch und die Dresdner Innenstadt sowieso. Diese sieben Herren wissen, als Autofahrer braucht man Geduld. Und genau die werden wir jetzt bis aufs Äußerste strapazieren. Meine Leute müssen mal das Rohr über die Straße transportieren. Kleinen Moment. Ja. Kleinen Moment bitte. Und noch einen kleinen. Und noch einen kleinen. Haben Sie es eilig? Naja. Müsste ja gleich zu Ende sein. Eine halbe Stunde, dann ist es vorbei. Was, eine halbe Stunde soll es dauern? Ja. Wenn es jetzt eine halbe Stunde dauert, dann drehe ich rum. Kann er aber nicht. Weil wir ihn zupacken. Wir hätten Sie mich noch durchlassen können. Ja, haben wir vorhin schon die anderen durchgelassen. Dann müssen wir ja mal weiterkommen hier. Ich hätte noch ein Kreuzworträtsel. Können Sie Nee, nee, nee. Es dauert wirklich nur eine Weile. Können Sie? Ich habe ja auch noch nie alles gelöst. Haben Sie schon mal so ein langes Rohr gezählt? Wie lang ist denn das? 3-4 Kilometer ist das, glaube ich. Echt jetzt? Mhm. Das wird hinten zusammengeschweißt und kommt vorne in die Erde rein. Geschweißt wird eigentlich weniger, eher geschwitzt. Ich will mithelfen. Ich habe meine Latzhose um an. Läuft. Genau, und darum lassen wir jetzt noch was laufen. Unsere Lieblings-CD, die schönsten Autohupen Europas. Hey, nicht hupen. Großer. Nicht hupen. Ich hab nicht gehupt. Wieso hupen Sie jetzt? Wir machen ja nur unsere Arbeit hier. Ich weiß gar nicht. Zeig mal, hast du irgendwo einen versteckten Hupknopf? Dort mit dem Knie hast. Ey, das ist wirklich aber unser Auto, oder? Also, Freunde, bitte, wir machen unsere Arbeit und... Ich weiß doch gar nicht. Ich bin mir sicher, es... Ja, also was jetzt? Da kam es nicht her. Ich habe jetzt genau hinten hingeschaut. Ich habe meine Hände die ganze Zeit... Oh Gott. Das gibt's ja jetzt nicht. Ja, jetzt? Ja, jetzt kommt die Konzentration los, wenn man voll gehupt wird. Okay. Stopp, Männer, stopp. Jetzt reicht's. Und jetzt geht's wieder retour. Männer, wieder retour. Ja, was soll ich machen? Hast du mit dem ich stehe da und hupen. Ich hab nichts gemacht. Alles zurück. Das gibt's nicht. Also ich hab's gehört, er hat's gehört. Kann ich einfach bitte dann wegfahren? Bleiben Sie mal sitzen. Wir hupen nicht. Wir unterhalten uns gerade nett und wir lösen Kreuzworträtsel. Ihr verscheißt aber, uns. Aber ich hab's ja deutlich gehört. Na, aber wir hupen doch nie. Alter. Wir machen hier unsere Arbeit und Sie hupen ständig. Wir hupen nicht. Also ich wäre jetzt langsam verrückt, weil wir stehen die ganze Zeit und unterhalten uns nett. Warum sollen wir da hupen? Er hat doch gefragt, ob wir hier stehen. Ich meine, aber Sie haben es ja selber gehört, dass Sie gehupt haben. Wir haben es alle gehört. Wollen wir uns jetzt über das Hupen streiten? Ein Auto kann gar nicht hupen, wenn der Motor aus ist. Na, wenn hier irgendwas gebastelt ist, geht es sicher. Wenn hier irgendwelche Kabel verlegt sind. Oder so. Aber Jungs, macht weiter. Sollen wir jetzt wieder die andere Seite machen? Oder? Drehen doch kurz das Rohr einfach. Nee. Zugegeben ganz schön albern, aber es geht noch alberner. Das war Rohr 1 von 14. Was ist denn für ein Pony? Er war doch gerade ein Pony am Rohr. Was ist denn für ein Pony? Wo soll denn hier ein Pony herkommen? Ich soll jetzt wirklich verarschen. Ja, sehr gut. Sie werden verarscht. Herzlich willkommen bei Verstehen Sie Spaß. Und das schon ganz lange. Herzlich willkommen bei Verstehen Sie Spaß. Liebe Verstehen Sie Spaß Community, wenn ihr unseren YouTube-Channel abonnieren wollt, dann bitte hier klicken. Zum nächsten Video geht's da lang. Juhu!